Herzlichen Dank zuerst für die Einladung und Frau Hillmann, Herr Duisburger und vielleicht andere, ich weiß nicht genau, wer mir eingeleitet hat. Herzlichen Dank auch an den ersten beiden Vorträger, also an Frau Dogramacci und Herr Weber. Ja, das war so inspirierend. Jetzt habe ich so viel im Kopf und ich habe dieses Gefühl, dass ja, hier ja, ist das wirklich eine schwierige Aufgabe. Ja, und dann danach, also so viele spannende Diskussionen und dann auch dieser Rundgang im Museum und ja, zu lernen, dass hier in Jüterbog, es war ein sehr, sehr multikultureller preußischer Militärstaat. Das war so was zu lernen. Das hat wirklich was. Meine Gedanken verändert. Ja. Und auch, ja, dann, ich war in Gruppe, ich weiß nicht welche Nummer, aber beim Herr Ohliger 2 war das. Und dann noch mehr habe ich dort gelernt. Also jetzt habe ich so viele verschiedene Gedanken und ich hoffe, dass ich etwas sage, das vielleicht ja, bringt neue oder Überlegungen, die Sie alle schon gemacht, wahrscheinlich schon gemacht haben. Aber vielleicht hätte ich gerne ein paar Fragen stellen. Es gibt einige, die unbedingt schon gestellt waren, aber vielleicht das hilft uns alle zu reagieren an verschiedenen Punkte, die wir heute ja, gehört haben oder die in Debatte kommen können. Also, schau mal. wo fing ich an? Ja, also zuerst diese Frage zum Migrationsmuseum. Also im Sinne von bestimmten Museen für Migration. Und Frau Dogramacci hat sehr stark dagegen gesprochen und viele andere auch. Und ich habe auch vorher dagegen gesprochen. Ich denke, man soll überlegen, was sagt ein Migrationsmuseum über, also im Kern. Und ich denke, dass es sagt, es gibt Leute, die von anderswo hierher gekommen sind, wenn es einmal Einwanderung oder Immigrationsmuseum ist. Und also die ersten Beispiele davon, oder die ersten besonders berühmten Beispiele davon, waren zum Beispiel Ellis Island im USA, wie Migrationsmuseum in Melbourne, Australien. Wenn es eine sogenannte Settler Society ist, dann das sagt, hier, so viele sind waren nicht ständig hier, unsere Majorität, Majorität ist von außerhalb gekommen. Die waren nicht die ersten hier. Und das ist sagt etwas anderes, als zu sagen, es gibt eine Mehrheit hier und dann kamen andere von verschiedenen anderen Ländern. Dass die Minderheiten jetzt möglicherweise ein bisschen altmodische Begriffe von anderswo gekommen sind. Und die Politik davon ist ganz anders. Also ich habe gedacht, man sollte das auch überlegen, was das bedeutet. Das hat eine ganz andere Bedeutung in verschiedenen Gesellschaften. Also was dann soll man tun, wenn man denkt, okay, ja, Migrationsmuseum, das ist vielleicht problematisch. Ist es ebenso problematisch, Migration als ein Teil eines Museums zu haben? Oder zum Beispiel einen bestimmten Teil
in einem Stadtmuseum oder so. Also das ist eine Frage. Vielleicht lasse ich einiges gesagt für unser Gespräch. Persönlich hätte ich lieber sehen, etwas, das geht durch alles. Und das wird mein Hauptpunkt überall. Aber ja, es gibt auch ein bisschen Sachen, die wir vielleicht auch dagegen überlegen sollten. Also zu dieser Frage zum Stadtmuseum. Ich habe auch oft gedacht, das ist so ein gutes Modell und man kann sehr interessante Beispiele sehen, wo Themen über Migration und so sind. Durch den Ganzen, also zum Beispiel als Beispiele, die ich ziemlich gut finde, sind zum Beispiel Museum an der Ström in Antwerpen, als ein zu nennen. Oder wir sehen auch in diesem. Oh, Entschuldigung, es war zu leiser und leiser. Ja, Müdigkeit und Zweifel. Deswegen Zweifel. Okay. Nee, ich stehe. Das ist noch gefährlicher. Nee, es geht. Okay, alle können hören. Deswegen mag ich keinen Aufruf mehr. Okay, wo war ich? Ja, gute Beispiele. Also ich denke, es gibt gute Beispiele. Museum der Unschuld. Frau Dr. Marci ist noch nicht hier. Ah, das ist schade. Also nur als Überlegung zu diesem Museum als mögliche Beispiele. Also ich habe nur das Buch gelesen und das Museum nicht gesehen, aber es gibt auch ein Buch zu Museum auch, das habe ich auch gelesen. Und in meiner Lesung, also das Buch ist sehr über Nationalität, es ist sehr über die Türkei. Und ich denke, im Prinzip, man kann die nicht so total einfach trennen, also Städte und National, besonders Hauptstädte. Und das ist vielleicht eine Fiktion, die man macht, zu denken, dass die so trennbar sind. Aber ich habe auch diese Art von Darstellung. Es ist sehr wie eine Kunstkammer. Es hat viele einzelne Objekte und die Idee ist, dass die Betrachter entwickeln ihre eigenen Ideen davon. Es lässt viel Spielraum, viel offen. Und ja, auf einer Seite ist es einfach zu denken, oh, das lässt alle denken, was sie wollen. Aber das ist nicht, das kann auch ein bisschen gefährlich sein. Und vielleicht es gibt, man soll überlegen, wenn es bestimmte Zeiten gibt oder Kontexten, und natürlich heute überlege ich zu unserer heutigen Zeit mit diesem Steigerung von Rechtspopulismus und so und die Probleme mit die sogenannte Migrations- und Flüchtlingskrisen und so, sollte man dann ein bisschen weitergehen, bestimmt zu diesen Themen. Und dann kamen wir zur nächsten, die vielen, vielen interessanten Beispiele, der Stefan Weber beschrieben hat. Und ich denke, da sieht man, dass es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, gerade gegen bestimmte Stereotypen und so, also dagegen zu gehen, also dieser Elvis Presley-Beispiel. Das fand ich so gut und ich denke, solche Sachen können wirklich eine gute Wirkung haben und natürlich die viele andere. Breaking down walls, breaking stereotypes, das muss so. Good lines in the song somewhere. Wo war ich?
Stereotypen. Nee, das steht nicht auf meinem Papier. Was war's? Okay, Museum des Unschulds. Ah ja, es gibt aber auch zu diesem, die Frage Sammlung. Also, wie weit kann man sagen, was man sagen will, wenn man bestimmte Sammlungen hat? Also, diese Museum des Unschulds, das war alles neu gesammelt. Es gibt Museen wie das Museum für islamische Kunst, die Sammlungen hat, die so viele Verbindungen und so zeigen kann. Man kann gut damit arbeiten. Aber das ist nicht immer der Fall, denke ich. Und, ich weiß nicht, vielleicht hier gibt es Leute, die... ja, es ist schwierig, mit den Sammlungen, die man schon hat, etwas zu tun. Und ich denke, man sollte auch darüber ein bisschen überlegen. Aber vielleicht hat man gute Strategien, damit das zu tun. Tschüssi. Entschuldigung, es ist so viel auf der Liste und alles ein bisschen mit diesen Pfeilen, was bedeutet, ich muss noch anlegen. Es wäre vielleicht einfach, alles einfach zu sagen ohne Liste. Also wir haben diese sehr interessanten Beispiele und Debatte gehört und viele interessante Fragen und Diskussionen. Um über diese Frage zu ob man vielleicht ein bisschen gerade zum Thema gehen konnte und auch mit den Sammlungen gehen kann, was kann man damit machen, habe ich gedacht, ich würde nur kurz so ein Beispiel, das in diesem Reader gibt, das in meinem Text. Weil ich finde es interessant, weil es ziemlich früh war in dieser Bewegung zu überlegen, wie man mit verschiedenen Teilen der Gesellschaft umgehen kann und mit Sammlungen. Also das ist ein Beispiel, dass es hat in 1986 angefangen mit einer neuen Kuratorin. Und das ist dann in einem mittelgroßen Stadt in Nordengland und die Stadt heißt Bradford und es ist ein ehemalige Industriestadt. Es hat, war für Textilien aufgebaut und wegen der Geschichte sind viele Leute besonders von der Indo-Pakistan-Subkontinent nach Bradford gekommen, um dort zu arbeiten. Aber es gibt auch viele, viele von Ukraine, Polen, Irland und so. Das ist die Geschichte dieser Stadt. Und in den 80er, es gab sehr, sehr schwierige Race Relations. Es gab Race Riots, Krawallen. Rassenunruhen. Ja. Rassenunruhen. Unruhen, ja. Sehr unruhige Unruhen. und also diese Kuratorin, die Nimmokubai Smith heißt, hat diese neue Stelle und die erste Idee war, dass sie die neue Sammlungen über Südasien ausbaut. Und sie war sehr gut gelesen in Theorie und damals in Homi Bhabha und Theorien über Hybridität und Transkulturalität und so weiter. Und also sie hat diese Sammlungen ausgebreitet. Aber was sie dann gemacht hat, war nicht eine Ausstellung zu Südasien oder so, aber sie hat diese neuen Sachen aus diesen neuen Sammlungen mit den alten Sammlungssachen und der einzelne
Punkt, dass für alle Sachen, ja, alle Sachen, es war nur, dass sie hatten etwas mit Bradford selbst zu tun. Also man findet, also ein berühmter Künstler, David Hockney, der von Bradford kommt, neben ein neuer Künstler aus Asien. Und alles war zusammen gemischt. Und diese neuen Galerien waren die sogenannten Transcultural Galleries. Und die sind, ich gucke mal, welche Jahr, ich denke es war 89. Nee. 97 eröffnet. Also das ist vor 20 Jahren, also es ist gar nicht neu. Und was man dann, also es gab auch ein bisschen Kritik darüber von verschiedenen Leuten, dass vielleicht das ein bisschen zu künstlerisch war und ob Leute wirklich kommen würden. Aber die haben dort auch andere Ausstellungen im Zusammenhang gemacht. Und das Publikum, man geht heute und es ist wirklich, ja, gemischt und man sieht das. Und das Besucherforschung dort zeigt, dass es so ist. Das war nicht nur wegen einer Ausstellung, und das ist auch wichtig zu sagen. Es gab eine Reihe auch von Projekten mit verschiedenen Gruppen, wie Sachen wie im Museum für Islamische Kunst. Und ein Projekt, das ich besonders interessant fand, war ein Projekt, das Young Curators oder Young Ambassadors hieß. Die hatten beide Namen benutzt. Und die Idee war, dass man bringt eine Gruppe von jungen Leuten zusammen und die hatten mit dem Museum gearbeitet. Sie waren von verschiedenen Hintergründen und sie haben dann auch mitgemacht mit Ausstellungen. Und sie haben in ein Projekt, sie haben auch Sachen gebastelt und gemacht für eine neue Ausstellung. Und die Idee war, ja, junge Leute ins Museum zu bringen und dann, vielleicht nicht natürlich, aber was normalerweise passiert, ist, dass die bringen ihre Familien und dann das bricht diese Trennung zwischen das Museum hier und Leute, die nie kommen. Und ich denke das auch. Es gibt Sachen, wenn man Sachen nie gemacht hat, wie macht man das? Ich selbst überlege manchmal. Ich war nie zu wo dieser Hunde-Wettbewerb gibt. Greyhound Racing. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man das macht. Und ich hätte gern gehen, vielleicht, aber ich weiß nicht. Was trägt man? Ja? Wie viel kostet es? Wie macht man das? Und ja, man muss das machen. Natürlich, Schulbesuche sind sehr, sehr wichtig dafür. Aber diese Experimente auch. Und ja, das war auch wichtig, diese Young Curators, und ich denke, das ist auch sehr, sehr nah an unsere Themen, sehr wichtig, wer arbeitet in Museen und wie kann man also Leute von verschiedenen Hintergründen im Museum bringen. Okay, das ist ein Beispiel. Also mein Hauptpunkt da war, also Stadtmuseen, ja, die sind unbedingt sehr gute Wege, um Migration als einfach darzustellen, nicht nur als Ausnahme, als etwas, das da in wie besonders gezeigt, hier sind Leute, die
diesen Migranten mit diesem dann im Hintergrund die Idee, es gibt andere, die nicht Migranten sind, die sind die Normaler. Und ich finde das gut, wenn man versucht, das so zu tun. Ich habe auch dann heute Vormittag gedacht, okay, aber dann was passiert, wenn man das mit Stadtmuseen tut und nicht mit Museen auf dem Land? Und ich denke, man muss wirklich überlegen, das könnte auch ein Problem sein, wenn man sagt, naja, Städte, die sind hier, die sind gemischt, aber auf Land, da ist ja alles nur pristine, sauber, this is a pure kind of realm. Man muss überlegen, was man mit verschiedenen Museen tun kann. Aber ich fand es hier so ein gutes Beispiel, hier im Museum selbst, dass es war so viel über Migration, aber nicht, es war nicht, dass es nur eine Gruppe oder ein paar Gruppen, es war so eine lange Geschichte von Bewegung. In den meisten Ländern, es ist einfach so, dass die meisten Leute, wenn während der Geschichte, es gab für Jahren und Jahren, Jahrhunderten und Jahrhunderten, Leute haben sich bewegt. Grenzen waren nicht fest, also das war so ein Thema hier. Und es ist oft das, innerhalb eines Landes, dass die Grenzen sind sehr, wenn man über eine Grenze geht, dass wir können alle Migranten innerhalb eines Landes sein. Ich habe also selbst auch ein bisschen überlegt, also als Kind, ich hatte oft ein Gefühl, dass ich von außen kam in Großbritannien. Aber das war nicht, weil meine Großeltern aus Italien kamen. Es war, weil ich von einer anderen Stadt. Und wenn man zwischen Dörfer bewegt, es kann passieren, dass man ist der Außenseiter. Und meine erste Feldforschung war in den schottischen Inseln. Und da die Ideen von wer kommt von außen. Es kann, wenn man von einer Nachbarinsel kommt, dass man wirklich, alle wissen, dass man von außerhalb kommt. Und also es ist nicht eine Sache, dass es so fest ist, was genau diese Erfahrung von Zugehörigkeit oder nicht ist. Also es geht weiter. Und ich denke, natürlich, sie sind nicht alle gleich. Es gibt viele größere Schwierigkeiten in bestimmten Fällen unbedingt. Aber man sollte Verbindungen machen, um zu vermeiden, zu sagen, es gibt Leute, die absolut nie, sie sind so total eingewurzelt und wir müssen nicht über die reden. Davon würde ich sagen, man sollte über Migration nicht in bestimmten Museen, nicht nur in bestimmten Museen überlegen und nicht in, ich hätte lieber Migrationsmuseen ansonsten nicht sehen. Aber ich denke, es sollte auch alle geschichtlichen Museen, ein Teil von Technikmuseen, Museen von Naturkunde und so. Es sollte nicht nur als bestimmte Thema in bestimmte Museen sein. Und vielleicht wäre das ein guter Punkt als Schlusspunkt. Okay, also danke schön.